Guten Tag, ich bin Uwe Matthias Müller und ich freue mich, Sie heute bei dnews24 TV begrüßen zu können. Bei mir ist Madeline Ritter, sie ist Kulturmanagerin, nicht nur in Berlin, aber in Berlin ansässig. Guten Tag, Frau Ritter. Guten Tag, Herr Müller, freut mich, Sie wieder zu sehen, zumindest. Freue mich auch, Frau Ritter, wenn es auch nur digital ist. Frau Ritter, wir hatten uns verschiedentlich unterhalten, wie es der Kunst, wie es der Kultur, wie es dem Kulturbetrieb während der Coronavirus-Pandemie geht. Jetzt ist ja Berlin von den Inzidenzzahlen her so, dass schon die Außengastronomie geöffnet ist. Vieles andere ist auch schon wieder gelockert worden. Sind dann die Theater auch schon wieder offen und die Kulturstätten, kann man da schon wieder hinein und sich erfreuen? Ja, das war ja die große Zitterpartie, wirklich für alle bundesweit. Aber hier in Berlin ist natürlich in der Kultur besonders viel los. Wir haben ja, ich weiß gar nicht, wie viele Theater insgesamt, wenn man alle freien und die großen Häuser auch dazu zählt. Und wir haben Anfang Juli mit dem Denver Ensemble sechs Produktionen, die wir zur Premiere bringen im Radialsystem. Und da hatten wir jetzt vor 2 Wochen das Go bekommen. Das heißt, das wird so aussehen, und es geht jetzt auch schon, dass natürlich mit einem Hygienekonzept, also man muss, ist noch nicht klar, ob man Schachbrett musste, also dass eine gewisse Distanz gehalten wird. Idealerweise gibt es ein Lüftungssystem, das erleichtert dann die Anzahl der Beteiligten. Und natürlich, man muss nachweisen, entweder, ne, dass man den vollen Impfschutz hat oder einen aktuellen Test. Das ist Voraussetzung. Und wenn man das alles erfüllen. Ich glaube, das trifft dann auch eher die Enthusiasten, aber ich habe auch gesehen, die Leute stehen auch einfach Schlange hier in Berlin, weil sie einfach im Café sitzen wollen. Also die sind mittlerweile dran gewöhnt. Es gibt ja wirklich an jeder Ecke ein Testzentrum. Wenn ich aus der Tür gehe, habe ich drei im Umfeld von 100 Metern. Also ein Test umsonst zu bekommen, ist gerade in Berlin nicht das Problem, sodass ich auch davon ausgehe, dass das Publikum wieder mit großer Freude dann kommt. Also ich stimme Ihnen zu. Ich habe in der Stadt, in der ich lebe, auch vor ein paar Tagen das erste Mal wieder einen Kaffee auf dem Rathausplatz genießen dürfen. Das war schon etwas Besonderes. Und alle, mit denen ich spreche, sagen mir, es ist eine neue Freiheit und sie erleben das viel bewusster, als sie es sonst erlebt haben, nach dem Winter rauszugehen. Jetzt ist es eben noch was anderes nach den vielen Lockdown-Maßnahmen. Sie sprachen von der reichen Kulturszene in Berlin. Wie viel, glauben Sie denn, werden die Corona-Krise überleben? Sie sprachen auch in einem früheren Gespräch, das wir beide geführt haben, von sehr vielen Millionen Euro, die von Frau Grütters und der Kulturstaatssekretärin zur Verfügung gestellt wurden als Hilfe. Ist denn das Geld nur bei den Großen angekommen oder auch bei den kleinen Spielstätten und bei den Soloselbstständigen? Ja, gerade da, also Frau Grütters hat ja nochmal eine Milliarde zur Verfügung gestellt bis Ende 2022, und ein ganz großer Fokus war darauf, die Programme für die Stipendien, das trifft ja wirklich die Einzelnen, die auf jeden nochmal größer aufzurüsten. Also dann noch mehr Geld auch als im laufenden Jahr schon von der ersten Milliarde reinzugeben. Also allein wir den, für den Tanz. Wir hatten für verschiedene Bereiche insgesamt 20 Millionen. Wir geben jetzt 45 Millionen aus, sowohl für Strukturförderung, und das sind gezielt die Freien, weil die Förderungen gehen, also die größeren, wo ich über ein Jahr auch gefördert werden kann, wo ich einfach mein Personal bezahlen kann. Also wenn ich eine Tanzkompanie oder ein kleines Haus, da alle Mitarbeiter bezahlen kann, wenn ich die Förderung bekomme. Das gilt gerade für die, die nicht überwiegend öffentlich gefördert sind. Also man versucht genau die, die nicht im Fördersystem drin sind, also wie die großen Stadttheater, die werden ja in der Regel von der Stadt oder auch vom Land bezahlt, haben Kurzarbeitergeld. Also die sind ja alle sehr gut über die Runden gekommen, auch wenn es, sag mal, mit persönlichem, psychologischem Stress und Druck ist. Aber das ist, muss ich sagen, insgesamt sehr gut gelaufen, und auch jeweils die Berlin selber hat zum Beispiel hat auch nochmal genau dieses, was Sie angesprochen haben, für die Solo-Selbstständigen Programme aufgelegt. Also die Kultur ist tatsächlich, und vielleicht noch etwas, also das ist der Hammer, ne? Herr Scholz hat ja mitgezogen, er hat 2,5 Milliarden
zur Verfügung gestellt, bundesweit, wenn ich, was ich gerade erzählt habe, ein Schachbrettmuster, und dann kriege ich ja nicht, wenn ich 500 Zuschauer in den Saal kriege und ich kann aber vielleicht nur 100 Tickets verkaufen aufgrund dieser Einschränkungen der Schutzmaßnahmen, dann kann ich Geld beantragen beim Staat, um zusätzlich Geld zu bekommen als Ersatz für den Ausfall, den ich habe, für die verminderten Ticketeinnahmen. Das läuft gerade, damit man wirklich, das ist eine Initiative, damit man wieder Veranstaltungen macht. Natürlich, Sie haben recht, als Veranstalter überlege ich, rentiert sich das, wenn ich nur so und so viele Tickets verkaufen kann, oder lasse ich es dann gleich lieber? Und damit gibt es auch keine Aufträge für die Künstler, wenn ich es, ne, gleich lieber lasse. Also wenn ich keine Musikveranstaltung mache, kein Konzert. 1 Milliarde hier, 2,5 Milliarden da. Das sind auf der einen Seite sehr schöne, große Summen, die beeindrucken, auf der anderen Seite die Wirtschaftshilfen, die in dem sogenannten Bums-Paket angekündigt waren, noch viel höher, da geht es um 750 Milliarden oder sogar 1 Billion. Wenn ich das jetzt runterbreche auf die Kultur, die Zahlen, die Sie genannt haben, ist das eine Hilfe, die wirklich eine Hilfe ist, oder ist das ein Tropfen auf den heißen Stein gewesen? Also ich habe keine Statistiken, ne? Die gibt es auch noch nicht. Es gibt zurzeit wirklich Umfragen auch, wie ist das angekommen, für den Tanz haben wir die auch, die läuft gerade noch. Im Bereich der darstellenden Künste sind größere Umfragen auch dazu, weil man genau das ja wissen will, hat das denn funktioniert. Ich kann nur so ein Stimmungsbild wiedergeben, so ein Umfeld, wenn ich die Künstler, die ich treffe, und da sind zum Teil Möglichkeiten eröffnet worden, die es vorher auch gar nicht gab. Also, ne, dass ich wirklich auch gesehen wurde, ne, weil es gibt ja viele Künstler, die vorher auch prekär gelebt haben. Tatsächlich die freien Künstler in Deutschland, wenn die mal alt werden, da ist nichts. Da haben die 300 Euro Rentenversicherung im Monat, wenn es hochkommt. Nicht die Künstler Sozialkasse? Ja, aber wenn ich da wenig eingezahlt habe, ne, wenn ich immer am Minimum verdient habe, dann ist da auch nicht viel angespart. Das weiß man ja. Ne? Hinten bei der Rente kommt im Verhältnis was dazu raus, wie lange ich gearbeitet habe auch wie viel ich verdient habe. Und das wurde jetzt einfach nochmal wirklich deutlich. Das heißt, es gibt tatsächlich, und da, das wird, wenn und das gelingt, das ist aber noch nicht so, dieses gesamte Sozialversicherungssystem, sowohl der freien Versicherten, über, Sie sagten das, Künstlersozialkasse, weil wenn ich dann tatsächlich mal eine Anstellung habe, wie kann ich diese Festanstellungs- und die freien Versicherungsverhältnisse miteinander verbinden? Und da wird gezielt für die Künstler, da gibt es eine große politische Lobbyarbeit gerade, damit das sich verbessert, weil das war eine richtige Lücke. Und die war vorher schon da und die war natürlich auch jetzt in der Zeit da. Wir haben ja im Vorfeld unseres Gesprächs eine Information über Hessen geschickt. Da gibt es eine Kulturinitiative Ins Freie, die Sie betreuen. Erzählen Sie uns noch ein bisschen darüber. Ja, das war kurz, wann war das? Anfang März kriegte ich eine E-Mail. Wir möchten gerne unsere hessischen Künstler unterstützen, dass die im Sommer, ne, genau, wir wussten ja auch zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht, wie sieht's aus, aber dass man draußen was machen kann, das war ja klar, die unterstützen mit 10 Millionen Euro und können sie das Programm für uns konzipieren und durchführen. Und da ich Hessen privat sehr verbunden bin, meine Großmutter, Mutter kommt aus Kassel und also dem liebe ich Herausforderungen, habe ich gesagt, na, das machen wir doch mal. Und jetzt mache ich also gar nicht Tanz, sondern das ist ja für alle Kunstsparten. Es hat einen enormen, ist auf enorme Anerkennung gestoßen, im Sinne, dass wir also am ersten Tag, als das Programm eröffnet wurde, ne, also dass man sich digital bewerben konnte, eine Stunde später war schon der erste Antrag da. Die standen also alle in den Startlöchern. Es war natürlich verkündet, um für den Sommer was machen zu können. Und jetzt, das läuft also sehr gut an, ja. Und ich finde den Titel auch so schön, mit Ins Freie, das hat so wirklich so. Das stimmt, ja. Die Coronavirus-Pandemie hat unser Leben ja nicht nur eingeschränkt, sondern es wird unser Arbeitsleben auch stark verändern. Stichwort Homeoffice, Digitalisierung, das Gespräch, das wir jetzt führen, ja übers Internet. Welchen Einfluss wird die Digitalisierung auf die Kunstperformance haben? Ich kriege Informationen von Museen, wir haben leider geschlossen, aber sie können uns virtuell besuchen. Da gibt es zum Teil ganz tolle Techniken, mit denen man wirklich sehr schön die Dinge betrachten kann. Klar, da hat man nicht die Museumsluft, man hat nicht die anderen Museumsbesucher, aber man hat eben auch kein Gedränge und kann trotzdem
das, was da ausgestellt ist, in Ruhe betrachten. Inwieweit, glauben Sie, wird die Digitalisierung unseres Lebens auch auf den Kulturbereich noch stärkeren Einfluss haben, als wir das vor der Pandemie dachten? Also ich glaube, das wird sehr groß sein. Also auch sicherlich unterschiedlich in den Kunstsparten. Also wir haben ja wirklich einen Digitalisierungsschub durchgemacht. Auch weil dann sehr viel plötzlich Geld auch in dem Bereich da war. Auch wieder, um zu sagen, gut, ihr könnt nicht das machen, dann schaut doch, was ihr dann machen könnt. Bei den Museen war das schon sehr lange und da waren wir in Deutschland nicht wirklich vorne ran. Also das war zum Teil das Stedelijk in Amsterdam oder auch der Louvre in Paris. Die haben zu einem Zeitpunkt, also lange vor Corona, sich Gedanken gemacht, wie sie nochmal in einer ganz anderen Weise auch tatsächlich auch das Publikum dadurch binden. Also bei den Museen ist es nicht so, dass wenn ich viel möglich mache im Internet, ne, und das auch zeige, das ist ja immer das, wenn ich es da sehen kann, dann gehe ich ja gar nicht mehr ins Museum, dass es umgekehrt ist. Und das haben in der Musik ist das ja schon ganz lange bekannt. Ne, dass ich über Spotify oder was es vorher war, oder auch, Sie wissen noch, so die ersten Viva-Videoclips, ne, wenn man die Musik da hören konnte, und da war der, ach Gott, wenn die das einfach alle sehen können, dann kommen die nicht mehr ins Konzert. Nee, das eine bringt eigentlich eine enorme Verbreitung, die ich über einzelne Konzerte oder an einem Ort, wenn ich jetzt nicht in Paris oder in Amsterdam lebe, tatsächlich, wenn ich Kunst interessiert bin, da auch nochmal an. Und wenn ich dann hingehe, dann gehe ich auf jeden Fall da rein, weil ich das dann erleben müsste. Also das ist sehr positiv in den darstellenden Künsten, also im Theater, also für die Musik, wie gesagt, ne, funktioniert das ja schon sehr lange sehr gut. Auf den Bühnen, da ist es schwieriger. Ne, wurde ja sehr viel ausprobiert. Wir haben auch Livestreams gemacht. Also alle waren da im Theater, nur die Zuschauer nicht und konnten dann. Dadurch hatten wir auch Zuschauer eben außerhalb von München. Wir waren jetzt gerade in einem Festival eingeladen. Da denke ich mir, wird es so gemischte Formen geben, dass man sagt, wen möchte ich noch erreichen? Aber zum Beispiel unser künstlerischer Leiter, Tai Bummerschein, der Choreograf, sagt, ja, aber das, was wir machen, ist eine Körperkunst in Zeit und Raum und ich möchte, dass die Zuschauer wirklich daran auch teilhaben. Also er ist zurückhaltend, dass man alles einfach so jetzt vom Dance und Ensemble ins Netz stellt, sondern das sehr gezielt macht. Und ich meine, und wo es richtig gut funktioniert und ist für all die Konferenzen, ne, die man, wenn man, wer da überall in der Welt hinreist, um dann am Ende 1,5 Stunden auf dem Panel zu sitzen und sich das zu erzählen, was man sich immer erzählt, und das kann man doch vielleicht auch anders machen. Und man erreicht mehr Leute. Also auch dies rein und rausgehen, sind die interessant genug, gucke ich zu, dann klicke ich weg. Das finde ich auch, da passt das sehr gut. Ne, sonst sitze ich da im Raum und denke, ach Gott, sie sind ja wieder langweilig da oben und alle kennen mich, kann ich nicht aufstehen und rausgehen. Also diese Mischform. Vielleicht als letztes etwas, was Sie auch angesprochen hatten, wo es natürlich schwierig ist. Ich habe gerade gestern mit der Leiterin des Goethe-Instituts in Sofia gesprochen und wir sprachen darüber. Ich sage, ich führe mein Team seit einem Jahr vom Homeoffice aus. Sie sagt, ich auch, aber wir haben wirklich Schwierigkeiten. Ich habe Mitarbeiter, die sitzen in einer Zwei-Zimmer-Wohnung mit den Kindern und den Großeltern zusammen. Denen geht es gar nicht gut. Denen geht es gar nicht gut. Das ist diese Belastung über diese lange Strecke aus dem Homeoffice. Also das wird sich hoffentlich, also da wird es nicht so sein, dass man sagt, das lassen wir jetzt alles so und Homeoffice ist doch prima. Das wird sich wieder stärker in die reale Zusammenkunft, in das Miteinanderarbeiten verschieben, also in den Bereich der Kulturorganisation. Ich glaube auch, dass es in dem Bereich Homeoffice und dann auch das, was Sie gerade angesprochen haben, eher Mischformen geben wird, dass man flexibler auch von zu Hause aus arbeiten kann, aber sich dann eben auch ins Büro begeben kann, wenn zu Hause zu wuselig ist oder wenn man Kollegen treffen will. Also ganz Homeoffice wird es nicht geben. Und auf der anderen Seite bietet Homeoffice oder eben auch die Möglichkeit, nicht ortsgebunden immer arbeiten zu müssen, auch neue Flexibilitäten. Ja, ich habe das ins freie Team, das habe ich, der eine sitzt in Essen, der andere in Wuppertal, die Mitarbeiter, zwei hier in Berlin. Die eine benutzt unser Büro in der Grellestraße, aber der andere nicht. Und gemeinsam sehen wir uns im Zoom. Also das ist, wenn, sagen wir, wenn man auch gewohnt ist, sehr autonom zu arbeiten, dann geht das sehr gut. Aber auch am Ende auch bei Konferenzen, das Nette, so in der Ecke im Kaffee stehen, jemanden kennenzulernen und abends noch einen trinken zu gehen. Also diese virtuellen Trinkgelage, wo man im Zoom, das ist doch grauselig. Also das,
Es haben auch Kulturzentren versucht, so einen geselligen Abend am Zoom miteinander. Na. Nee, nee, da treffen wir uns schon lieber persönlich. Aber das kann man sich dann aussuchen und das ist ja dann auch schön. Frau Ritter, ich höre aus Ihren Worten, dass Sie ganz positiv in die nahe Zukunft gehen und wünsche Ihnen das Allerbeste dafür, dass wir keine vierte Welle und fünfte Welle bekommen und dass jetzt ein schöner Sommer wird, voller Kultur, voller Erlebnisse und neuer Eindrücke. Ja, ganz herzlichen Dank, das wünsche ich mir auch. Und vielleicht sehen wir uns ja auch irgendwann mal real. Mich darüber sehr freuen. Analog. Bis dann, Frau Ritter.